بسم الله الرحمن الرحيم حم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Hamim. Ein Sin Qaf. So gibt dir Allah als Offenbarung ein und hat auch zuvor denjenigen, die vor dir waren, als Offenbarungen eingegeben. Er, der Allmächtige und Allweise. Ihm gehört, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Und er ist der Erhabene und Allgewaltige. Beinahe brechen die Himmel auseinander von oben her, und die Engel lobpreisen ihren Herrn und bitten ihn um Vergebung für diejenigen, die auf der Erde sind. Ja, sicherlich, Allah ist der Allvergebende und Barmherzige. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. Über diejenigen, die sich anstatt seiner Schutzherren nehmen, ist Allah Hüter, und du bist nicht ihr Sachwalter. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. Und so haben wir dir einen arabischen Koran als Offenbarung eingegeben, damit du die Mutter der Städte und diejenigen ringsumher warnst, und damit du vor dem Tag der Versammlung warnst, an dem es keinen Zweifel gibt. Eine Gruppe wird im Paradiesgarten sein und eine Gruppe in der Feuerglut. Und wenn Allah gewollt hätte, hätte er sie wahrlich zu einer einzigen Gemeinschaft gemacht. Aber er lässt, wen er will, in seine Barmherzigkeit eingehen. Und die Ungerechten haben weder Schutzherrn noch Helfer. وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله
ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. Oder haben sie sich anstatt seiner Schutzherren genommen? Allah allein ist doch der Schutzherr. Er macht die Toten wieder lebendig. Und er hat zu allem die Macht. Und worüber ihr auch immer uneinig seid. Das Urteil darüber steht Allah allein zu. Dies ist doch Allah, mein Herr. Auf ihn verlasse ich mich und ihm wende ich mich reuig zu. السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. Er ist der Erschaffer der Himmel und der Erde. Er hat euch aus euch selbst Gattinnen gemacht und auch aus dem Vieh Paare, wodurch er euch vermehrt. Nichts ist ihm gleich und er ist der Allhörende und Allsehende. Ihm gehören die Schlüssel der Himmel und der Erde. Er gewährt die Versorgung großzügig, wem er will und bemisst auch. Gewiss, er weiß über alles Bescheid. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ. Er hat euch von der Religion festgelegt, was er Noah anbefahl und was wir dir als Offenbarung eingegeben haben und was wir Abraham, Moses und Jesus anbefahlen. Haltet die Vorschriften der Religion ein und spaltet euch nicht darin in Gruppen. Den Götzendienern setzt das Schwert zu, wozu du sie aufrufst. Allah erwählt dazu, wen er will und leitet dazu, wer sich ihm reuig zuwendet. Und sie spalteten sich erst, nachdem das Wissen zu ihnen gekommen war. Aus Missgunst untereinander. Und wenn es nicht ein früher ergangenes Wort von deinem Herrn auf eine festgesetzte Frist gäbe, so wäre wahrlich zwischen ihnen entschieden worden. Gewiss, diejenigen, denen die Schrift nach ihnen zum Erbe gegeben wurde, sind darüber in starkem Zweifel. واستقم كما أمرت
ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. Darum rufe du auf und verhalte dich recht, wie dir befohlen wurde, und folge nicht ihren Neigungen und sag, ich glaube an das, was Allah an Büchern herabgesandt hat. Und mir ist befohlen worden, unter euch gerecht zu handeln. Allah ist unser Herr und euer Herr, uns unsere Werke und euch eure Werke. Es gibt keine gemeinsame Beweisgrundlage zwischen uns und euch. Allah wird uns zusammenbringen. Und zu ihm ist der Ausgang. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. Diejenigen, die über Allah streiten, nachdem auf ihn gehört worden ist. Deren Beweisgrundlage wird bei ihrem Herrn widerlegt. Auf ihnen liegt Zorn, und für sie wird es strenge Strafe geben. Allah ist es, der das Buch mit der Wahrheit herabgesandt hat, und auch die Waage. Was lässt dich wissen? Vielleicht ist die Stunde nahe. Diejenigen, die nicht an sie glauben, wünschen sie zu beschleunigen. Diejenigen aber, die glauben, sind besorgt wegen ihr und wissen, dass sie Wirklichkeit ist. Doch eben diejenigen, die über die Stunde streiten, befinden sich wahrlich in tiefem Irrtum. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. Allah ist feinfühlig zu seinen Dienern. Er versorgt, wen er will. Und er ist der Starke und Allmächtige. Wer immer die Ernte des Saatfeldes für das Jenseits haben will, dem mehren wir noch die Ernte in seinem Saatfeld.
Und wer die Ernte des Saatfeldes für das Diesseits haben will, dem lassen wir etwas davon zukommen. Für den wird es aber im Jenseits keinen Anteil geben. أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Oder haben sie etwa Teilhaber, die ihnen als Religion festgelegt haben, was Allah nicht erlaubt hat? Wenn es nicht das bereits ergangene Wort der Entscheidung des Aufschubs bis zum jüngsten Gericht gäbe, wäre zwischen ihnen wahrlich schon jetzt entschieden worden. Und gewiss, für die Ungerechten wird es schmerzhafte Strafe geben. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع به والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. Du wirst dann die Ungerechten besorgt sehen wegen dessen, was sie verdient haben, und es wird über sie hereinbrechen. Diejenigen aber, die Glauben und rechtschaffene Werke tun, werden sich auf den Auen des Paradiesgartens befinden. Sie haben, was sie wollen, bei ihrem Herrn. Das ist die große Huld. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. Das ist die frohe Botschaft, die Allah seinen Dienern, die Glauben und rechtschaffene Werke tun, verkündet. Sag, ich verlange von euch keinen Lohn dafür, es sei denn die Liebe wie zu den Verwandten. Und wer ein gutes Werk tut, dem schenken wir dafür noch mehr Gutes. Gewiss, Allah ist allvergebend und stets zu Dank bereit. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. Oder sagen sie etwa, er hat eine Lüge gegen Allah ersonnen. Wenn nun Allah will, kann er dir das Herz versiegeln.
und Allah löscht das Falsche aus und setzt die Wahrheit mit seinen Worten durch. Er weiß über das innere Geheimnis Bescheid. Er ist es, der die Reue von seinen Dienern annimmt und die Missetaten verzeiht. Und er weiß, was ihr tut. Und er erhört diejenigen, die Glauben und rechtschaffene Werke tun. Und er gibt ihnen noch mehr von seiner Huld. Für die Ungläubigen aber wird es strenge Strafe geben. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. Und würde Allah seinen Dienern die Versorgung großzügig zuteilen, würden sie auf der Erde Ungerechtigkeit verüben. Aber Allah lässt im richtigen Maß herabkommen, was er will. Er hat Kenntnis von seinen Dienern und sieht sie wohl. Und er ist es, der den Regen herabkommen lässt, nachdem sie die Hoffnung aufgegeben haben, und der seine Barmherzigkeit ausbreitet. Und er ist der Schutzherr und Lobenswürdige. Und zu seinen Zeichen gehört die Erschaffung der Himmel und der Erde und das, was er an Tieren in ihnen beiden sich ausbreiten lässt. Und er hat die Macht, sie zu versammeln, wenn er will. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Und was immer euch an Unglück trifft, es ist für das, was eure Hände erworben haben, und er verzeiht vieles. Ihr könnt euch ihm auf der Erde nicht entziehen, und ihr habt außer Allah weder Schutzherrn noch Helfer. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم Und zu seinen Zeichen gehören die auf dem Meer fahrenden Schiffe, wie die Berge. Wenn er will, lässt er den Wind sich legen. Dann bleiben sie bewegungslos auf seiner Oberfläche stehen. Darin sind wahrlich Zeichen für jeden sehr Standhaften und sehr Dankbaren.
Oder er lässt sie untergehen für das, was sie verdient haben. Und er verzeiht vieles. Und diejenigen, die über unsere Zeichen streiten, sollen wissen, dass es für sie kein Entrinnen gibt. فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومن ما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون Was immer euch gegeben worden ist, ist Nießbrauch des diesseitigen Lebens. Was aber bei Allah ist, ist besser und beständiger für diejenigen, die glauben und sich auf ihren Herrn verlassen, und diejenigen, die schwerwiegende Sünden und Abscheulichkeiten meiden, und wenn sie zornig sind, doch vergeben, und diejenigen, die auf ihren Herrn hören und das Gebet verrichten, ihre Angelegenheiten durch Beratung untereinander regeln und von dem ausgeben, womit wir sie versorgt haben. Und diejenigen, die, wenn Gewalttätigkeit gegen sie verübt werden, sich selbst helfen. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور Die Vergeltung für eine böse Tat ist etwas gleich Böses. Wer aber verzeiht und Besserung bringt, dessen Lohn obliegt Allah. Er liebt ja nicht die Ungerechten. Und wer immer sich selbst hilft, nachdem ihm Unrecht zugefügt wurde, gegen jene gibt es keine Möglichkeit, sie zu belangen. Eine Möglichkeit zu belangen gibt es nur gegen diejenigen, die den Menschen Unrecht zufügen und auf der Erde ohne Recht Gewalttätigkeiten begehen. Für sie wird es schmerzhafte Strafe geben. Wahrlich, wenn einer standhaft erträgt und vergibt, so gehört dies zur Entschlossenheit in der Handhabe der Angelegenheiten. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِن
السبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. Wen Allah in die Irre gehen lässt, der hat keinen Schutzherrn nach ihm. Und du siehst, wie die Ungerechten, wenn sie die Strafe sehen, sagen, gibt es denn einen Weg zur Rückkehr? Und du siehst, wie sie ihm vorgeführt werden, demütig vor Unterwürfigkeit und mit verborgenen Blicken schauend. Und diejenigen, die glauben, sagen, die wahren Verlierer sind diejenigen, die sich selbst und ihre Angehörigen am Tag der Auferstehung verlieren. Ja, gewiss, die Ungerechten befinden sich in beständiger Strafe. وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ. Und sie werden keine Schutzherren haben, die ihnen anstatt Allahs helfen könnten. Wen Allah in die Irre gehen lässt, für den gibt es keinen Ausweg. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. Hört auf euren Herrn, bevor von Allah ein Tag kommt, der nicht zurückgewiesen wird. Keinen Zufluchtsort werdet ihr an jenem Tag haben und keine Möglichkeit, etwas zu missbilligen. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. Wenn sie sich nun abwenden, so haben wir dich nicht als Hüter über sie gesandt. Dir obliegt nur die Übermittlung der Botschaft. Und siehe, wenn wir den Menschen von uns Barmherzigkeit kosten lassen, ist er froh darüber. Wenn sie aber etwas Böses trifft, für das, was ihre Hände vorausgeschickt haben, gewiss, dann ist der Mensch sehr undankbar. Allah gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde. Er erschafft, was er will,
Er schenkt, wem er will, nur weibliche, und er schenkt, wem er will, nur männliche Nachkommen. Oder er schenkt beides zusammen, männliche und weibliche Nachkommen. Und er macht, wen er will, unfruchtbar. Gewiss, er ist allwissend und allmächtig. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء Und es steht keinem menschlichen Wesen zu, dass Allah zu ihm spricht, außer durch Eingeben von Offenbarung oder hinter einem Vorhang oder indem er einen Boten sendet, der ihm dann mit seiner Erlaubnis als Offenbarung eingibt, was er will. Gewiss, er ist erhaben und allweise. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. Und ebenso haben wir dir Geist von unserem Befehl als Offenbarung eingegeben. Du wusstest vorher weder, was das Buch noch was der Glaube ist. Doch haben wir es zu einem Licht gemacht, mit dem wir Recht leiten, wen wir wollen von unseren Dienern. Und du leitest ja wahrlich zu einem geraden Weg. Allahs Weg, dem gehört, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Sicherlich, zu Allah nehmen die Angelegenheiten ihren Ausgang.